Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Minecraft, zum neuen Projekt namens Minecraft 2.0. Ja, wie ihr seht, wurde schon viel gebaut. Also erstmal, ja, wenn ihr wissen wollt, worum es geht, könnt ihr euch einfach mal die Beschreibung durchlesen oder den Trailer schauen, und da steht es auch nochmal in der Beschreibung. Ja, ich kann es auch nochmal so erklären. Also es ist ein Projekt, wo wir uns Art eine Stadt aufbauen, eine Gemeinschaft. Und wie ihr seht, das Projekt hat schon was länger gestartet, aber ich konnte jetzt erst aufnehmen. Und es wurde schon extrem viel gebaut. Das Haus da hinten gefällt mir sehr gut, muss ich ja sagen. Sieht nett aus. Ich habe noch gar nichts, das ist super toll. Ich habe nur das hier. Und mich schon mal ein paar Werkzeuge geschafft. Und ja, in dieser Folge werden wir jetzt erstmal, denke ich, was Stein holen und ein paar Erze. Essen ist auch ganz wichtig. Ich habe überhaupt gar nichts zu essen. Ich bin im Moment noch auf der 1.7.2, wird sich wahrscheinlich noch ändern. Ich weiß es nicht. So, da wir in der Gemeinschaft sind, schaue ich mal, ob es hier schon Gemeinschaftskisten gibt. Aha. Das weiße Brett. Also ich habe mir das hier nun alles noch nicht angetut. Okay, möchte gerne Polizist werden. Alle Creeper-Löcher zu füllen. Okay. Ah, die haben auch schon alle Post. Ist ja sehr gut. Ich schaue direkt mal hier vorne, dass ich mir ein paar Melonen klaue. Weil ich nichts zu essen habe. Wizard Creeper, die Welt. Oh mein Gott, es lädt. Es lädt gerade richtig hart. Da müsst. Ah, was sind hier so viele Monster unterwegs? Oh mein Gott, sie übertreibt. Ja, dude, wir sollten hier mal ein bisschen ausleuchten. Ich kann mal wieder nicht laufen. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder sterben. Also der Server, wie ihr unten seht, ist gesponsert von Psylop Network. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Ja, ich versuche gerade mal ein bisschen die Nacht umzudrehen. In der Zeit können wir schon mal auf Essensjagd gehen, weil, ja, ich habe einfach nichts zu essen. Okay, gut, ich habe Melonen jetzt, das tut. Aber die bringen halt nicht allzu viel. Und dann würde ich sagen, dass wir uns ein paar Erze suchen. Also es ist keine Aufnahmepflicht. Es muss nur eine Folge pro Woche kommen. Das heißt, ich werde auch dann ab und zu jetzt vielleicht irgendwann das Haus, ein Haus bauen, und dann zeige ich euch das. Also erstmal ein einfaches Haus werde ich bauen. Wir brauchen es ja nicht direkt übertreiben. Da sterben schon alle. Ja, gut. Hier ist aber auch nichts zu essen. Da ist ein Creeper. So. Auf jeden Fall bestimmt ein sehr lustiges Projekt. Mal gucken, wie weit wir hier mitmachen werden. Wir werden auch noch mit anderen aufnehmen, die im Projekt sind. Also im Moment sind ein paar online. Es sind aber, glaube ich, über 20 Leute da. Ein eigener TS-Server haben die auch. Und ja, werde ich mal schauen, mit wem wir dann mal aufnehmen werden. Können wir auch, also werde ich dann mal so jetzt dann machen. Werdet ihr wahrscheinlich dann die nächste Folge, wenn es geklappt hat, mit jemand anderem sehen. So, ja, egal was gerade ist, aber wir finden nichts zu essen. Das wäre nämlich super toll. Schafe, toll, super. Braucht jeder Schafe. Ich denke, dass man auch zur Not was leihen kann irgendwo. Also das hoffe ich mal. Weil von Melonen kann man sich halt nicht so wirklich ernähren. Ich könnte zwar jetzt auch schon eine Million an Pflanzen hier gerne rausmachen, aber ich habe ja noch gar nichts. Und leider ist es nicht die 1.8, wo man aus Schafen auch was kriegt. So, ich glaube, ich laufe gerade ein bisschen weit weg. Das finde ich gar nicht gut. Ich laufe mal wieder zurück. Ja, kam leider nichts mehr von mir. Dafür aber GTA 5 Folgen von meiner MSK und Shadow Dead. Ich hoffe, die haben die Zeit überbrückt und waren gut. Die werden auch noch weiterhin kommen. Und ja, ab jetzt wird auch wieder was von mir kommen. Bald startet auch noch ein neues Projekt namens Kid Wars. Hatte ich jetzt auch schon mal angesprochen. Das wird jetzt bald auch irgendwann mal starten. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, ob bei mir auch YouTube steht, weil eigentlich alles YouTuber sind. Richtig unnötig. Und ja, die haben sich alle YouTube genannt, ich glaube mal. Ich nicht. da vorne ist wieder alles. Ja, gut, Essen hat super geklappt. Ich würde sagen, wir leihen uns mal was von anderen. Ich hoffe, das kann nicht leben.
Es ist ja eine Gemeinschaft. Und tut, da sind schon die ersten, die auch vielleicht zu zweit aufnehmen wollen. Aber gerade noch nicht. Ja, das ist wieder eine sehr produktive Folge, wie immer. Nein. Der hat nichts zu essen. Da halte ich nicht rein. Und nein. Geh bitte weg, blödes Vieh. Ich laufe mal ein bisschen hier lang. Und schaue, und frage vielleicht mal, ob jemand was zu essen hat. So, frage ich direkt mal. Weil die haben alle schon die Mediahütten gebaut. Und diese Folge ist ja wieder so mega produktiv. Hat er mir was gegeben? Nö, asozial. Also merkt euch diesen Namen. Mit dem nehme ich schon mal nicht mehr auf. Was hat er davon? Schauen wir uns mal die Häuser an und klauen mal ein bisschen. Es kann doch nicht wahr sein, dass keiner was zu essen hat. Das ist echt unnormal. Ich denke mal, dass die nächsten Folgen ein bisschen produktiver sind. Ich wollte das erstmal nur mal zeigen, das Projekt hier. Keiner hat was zu essen. Ja, gut. Ja, natürlich folgt mir das Glad. Wahrscheinlich. Zack, eingesperrt. So, ich würde sagen, ich hol mir nochmal was Melonen, dann baue ich ein paar Bäume ab. Oder, und dann baue ich mir erstmal eine kleine Holzhütte, keine Ahnung. Hier ist nicht mal auf dem Server. Ich bin ja asozial. Essen. Oh, also es tut mir wirklich leid. Er ist ja auch Admin. Ich werde mir was leihen. Ich werde dir das zurückzahlen, wenn du das Video siehst. Heraldi? Keine Ahnung. Tut mir leid, wenn ich deinen Namen falsch ausspreche. Ich werde mir etwas, ich werde dir das auf jeden Fall zurückgeben. Sobald ich selber essen habe, dann kriegst du von mir aus Steaks oder so. Ganzes Steak. Also keine Sorge, zahle ich zurück. Aber ich bräuchte unbedingt was zu essen. So. Dankeschön auf jeden Fall. Du kannst ja auch gerne was von mir leihen, wenn du was anderes haben willst. So, ja. Ich wollte erstmal ganz klassisch ein Eichen ausbauen. So als Anfangshütte. Eigentlich eine Hütte, eine kleine Hütte erstmal. Vielleicht aus. Ja, die haben alles abgewuchert. Vielleicht. Na? Vielleicht vom. Ah, nehme ich mal hiervon auch etwas mit. Muss ja erstmal nur eine kleine Hütte werden, wirklich eine kleine Hütte. So ein perfektes Haus wie da hinten können wir nachher gerne bauen. Ich kann auch dann nachher vielleicht wieder voll aufnehmen, wenn ein Haus fertig ist. Aber ich glaube, ich nehme ab und zu mal auf und auf jeden Fall dann mit mehreren Leuten tun wir über irgendwelche Themen quatschen. Ah, es gibt hier wirklich doch davon sind Eichenbäume. Die müssten die unbedingt mal alle nachpflanzen, sonst ist das sehr unpraktisch, muss man ja sagen. Und wie viel braucht man einfach nicht an Essen? Das ist einfach unnormal. Ich versuche gerade nicht so allzu viel zu springen. So. Holen wir uns hier ein bisschen Holz. Dann gleich buddel ich mich hier irgendwo runter, vielleicht direkt hier auch. Und dann suchen wir ein bisschen Eisen. Oder wir suchen erstmal eine Höhle und suchen dann Eisen. Ich sollte mir unbedingt auch noch einen Shader installieren und anderen Scheiß. Was man so benötigt, Optifine wäre auch nicht schlecht. Aber habe ich für 1.8 installiert und das ist wieder 1.7 und ja. Das kombiniert sich nicht so toll. Oder so gut, sagen wir so. Auf jeden Fall suche ich hier mal eine kleine Höhle vielleicht. Also hinter mir geht es wieder zurück, das muss ich merken. Da vorne sieht es gut aus. Und dann suchen wir ein bisschen Eisen für Eisenspitzhacke und dann geht es ein bisschen meiden. Ich glaube, damit werde ich euch nicht langweilen.
Ich werde sagen, ich werde danach Videos hochladen, während ich irgendwelche, ja, größeren Gebäude baue. Also wenn ich jetzt das richtige Haus anfange zum Beispiel, würde ich dann zeigen, weil das interessant ist. So, ja. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel für euch. Ich glaube, ich habe die Helligkeit auf 100%. Aber wir könnten uns jetzt auch direkt noch Fackeln machen. Das wäre, glaube ich, auf jeden Fall sinnvoll. Bisschen Kohle abbauen. Das dauert natürlich Jahre mit dieser Spitzhacke. Tack, tack, tack. Ja, gut, ich hätte mir ein bisschen mehr machen können. Ah! Gerade ist ein bisschen hakelig. Machen wir uns erstmal ein paar Fackeln. 32, das reicht vollkommen aus. So, jetzt müsstet ihr auch was sehen. Oh, hier ist schon mal Eisen. Das ist perfekt. Dann könnten wir uns direkt eine Eisenspitzhacke machen, eigentlich. Wäre auf jeden Fall sinnvoll. Oh, sogar sehr viel finden wir hier. Das ist sehr gut. Dann würde ich sagen, baue ich hier die Kohle ab, mache mir einen Ofen. Okay, dafür brauche ich noch ein paar Steine. Kurzen Draft den Hebemann und dann. Wie viele Steine habe ich? 10 reicht aus, aber ich mache nur ein bisschen mehr. Und Kohle bräuchte ich auf jeden Fall dann. 3 Eisen, darauf können wir ja dann warten. Okay. Einmal ein Crafting Table. Ich weiß gar nicht, warum ich das so sortiert habe. Ich müsste mir da auch mal Slots für anlegen. Wäre sinnvoll. Da Essen hin, da die Fackel hin. Haben wir hier Kohle. Also erstmal. Zack. Wow, Erfolg. Kohle rein, Eisen rein. Und wir wollen in der Zeit. Jetzt ist die Höhle wahrscheinlich eh hier zu Ende. Ich möchte auf jeden Fall, dass ihr die Nut seht. Fledermaus. Okay, gut, Kohle kann man nie die Nut haben. Während das da hinten am Braten ist, baue ich dann mal hier was ab. Ich schaue mal, dass ich mir auch eine Playlist anlegen werde. Damit es ein bisschen nicht so monoton ist. Ich schau mal, ob ich das live laufen lasse dabei oder dann noch nachher einfüge, obwohl dabei ist eigentlich immer besser. Aber ist immer so ein Problem mit der Lautstärke, finde ich. Auf jeden Fall, mal schauen, was dieses Projekt noch bringen wird. Ich hoffe noch viel. Also es wird hoffentlich noch spannend und spannende Unterhaltung kommen auch bestimmt noch. Also hoffe ich mal. 5 Eisen, perfekt. Machen wir uns direkt mal eine Eisenspitzhacke. Ich sollte nicht das Holz verwenden, was ich eh zum Bauen brauche, aber sonst. So, und ein Schwert wäre toll. Da habe ich noch ein bisschen mehr und jetzt sollte das ein bisschen schneller gehen. Ja, perfekt. So kann man leben. Leveln wir uns schon ein bisschen hoch. Verzauberungstisch ist ja schon ein öffentlicher in der Mitte. Finde ich gut. Brauchen wir keinen bauen. Nachher können wir uns auch einen holen. So. Ein bisschen Kohle noch. Ich werde dann auf jeden Fall hier ein bisschen weiter meinen. Und ja, in der nächsten Folge denke ich mal. Also ich weiß nicht, mal gucken, wie. Ja, was ich noch haben werde zum Hochladen, ob ich dann beim nächsten Mal schon mit dem richtigen Haus anfange oder ob ich euch auch zeige, wie ich erstmal eine Billighütte baue. Das ist ganz, schaue ich mal, wie was kommt, auf mich zukommt. Das weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Projekt gefällt. Ich könnte auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt, was ich machen soll, ob ihr. Ich könnte auch schreiben, was für ein Haus ich bauen soll. Eine Holzhütte oder ein Turm. Ich war überlegen, ob ich einen Turm baue oder nicht. Wie heißt das? Holz, also normales Haus. Muss nicht aus Holz sein, das ist klar, ne?
Also eigentlich die Entscheidung Turm oder Haus. Also was klar ist, dass ich kein Riesenhaus am Anfang bauen werde. Nachher vielleicht. Wenn die Stadt ein bisschen wächst. Ist ein bisschen ähnlich wie Minecraft Leben. Fast das gleiche, aber das ist eigentlich auch egal. Teilnehmerliste und alles in der Beschreibung. Und einer hat schon TNT, wird ja lustig. Das erste, was alle craften, TNT in diesem Projekt. Und einer hat direkt die Atombombe natürlich. Es natürlich sind hier so viele Mods installiert, das sieht man auch. Come on, wie viele sind hier bitte schön? Auf jeden Fall hier die Höhle, da kann ich noch ein bisschen abfahren. Okay, ich glaube, die Folge ist jetzt auch lange genug. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal in einem Haus wieder oder beim Hausbau. Ich weiß es noch nicht. Bis dann, bis dahin. Ich sterbe gerade noch. Einen Moment. Ich muss mir gerade mal einen sicheren Platz suchen. Nein! Oh mein Gott! What's going on here? Ach, come on! Das kann doch nicht wahr sein. Ich hatte komplette... Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich versuche, die Sachen wieder zu finden. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao!